Ein massiver Latt, den man von vorne sehen kann, ist der Key zu einer ästhetischen Linie und somit nicht nur für mich als Natural Bodybuilder in der Wettkampfdiät für einen Classic-Physik-Wettkampf extrem wichtig, sondern auch für jeden von euch, der einfach nur eine krasse und ästhetische Form aufbauen möchte. Deshalb schauen wir uns heute neben meinem Day in the Life als Natural Bodybuilder in der Wettkampfdiät außerdem die besten Latt-Übungen an, die ich an jedem meiner Pull-Days ausführe, und ich gebe euch ein paar richtig gute Tipps, wie ich persönlich den Latt am besten spüre und am besten zum Wachsen bringe. Übrigens, ich werde diese Woche versuchen, jeden Tag so einen Vlog mit Mehrwert, aber auch Unterhaltung hochzuladen. Also wenn du Bock darauf hast, dann abonniere jetzt den Kanal und sei einer der ersten 500 Faserschau-Genießer auf YouTube. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Let's go! Nach dem Aufstehen habe ich mich wie jeden Morgen erstmal gewogen und das Gewicht aufgeschrieben, um es später an meinen Coach weiterzugeben. Und dann geht's in meine super basic Morgenroutine für faule Säcke, also einfach nur in die Dusche. Am Ende kurz mit kaltem Wasser abgeduscht, um wach zu werden und den inneren Schweinehund zu besiegen. Zähne putzen, rasieren, Haare machen und kurz die Haut eincremen. Wenn ihr nichts für eure Haut tut, dann benutzt einfach so eine Feuchtigkeitscreme mit Sonnenschutzfaktor. Damit seid ihr eigentlich safe. So, Sportfreunde, zum Frühstück gibt es bei mir einfach nur Proteine, also hier 50 Gramm Isoclear. Ich mache Protein Frontloading, also ich nehme jetzt morgens quasi einfach nur die reinste Proteinquelle zu mir, die mir zur Verfügung steht, um mir die Fette und die Kohlenhydrate für später aufzusparen. So habe ich nachher einfach Spielraum, um mir zum Beispiel eine Pizza zu gönnen oder Nudeln oder irgendwas anderes Leckeres, und morgens habe ich eh keinen großen Hunger, aber rege so trotzdem schon die Proteinbiosynthese optimal an, weil ich halt über 40 Gramm hochwertiges Protein zu mir nehmen werde. Also ein optimales Diätfrühstück, einfach reine Proteins reinhauen und dann hat man am Rest des Tages einfach Spielraum für geile Sachen. So, Sportfreunde, das Reel für heute ist fertig. Das Ganze hat jetzt so 5-6 Stunden gedauert, alles fertig zu machen und hochzuladen. Ist extrem zeitaufwendig, aber ich will ja auch krasse Ergebnisse sehen. Daher nehme ich das gerne in Kauf. Jetzt habe ich aber auch übelst Hunger auf meine erste richtige Mahlzeit. Ich hatte bisher ja nur Proteins und deshalb machen wir uns jetzt hier Nudeln mit Hähnchen und irgendeiner Soße. Ich zeige euch gleich, wie das Ganze am Ende aussieht. Auf geht's! Ich habe dann Nudeln gekocht, Hähnchen gewürzt und mit diesem 2 Kalorien Ölspray gebraten. Das ist ein super Hack, um in der Diät ein paar Kalorien zu sparen. Die Hälfte vom Hähnchen in eine Dose für morgen und den Rest hier auf die Nudeln und dann mit diesem Pesto zubereitet. Das war super lecker, mit Parmesan noch. Und zum Nachtisch gab es dann ein bisschen Obstgemüse und einen Proteinpudding. So, Sportfreunde, jetzt schauen wir uns meine 2 Lieblings-Latt-Übungen an und ich gebe euch meine besten Tipps an die Hand, mit denen ihr garantiert euren Latt auf ein neues Level bringen werdet. Wir starten mit dem Single Arm D-Handle Lat Pulldown oder in Deutschland auch Mario Rose genannt, und diese Übung war für mich wirklich der Game Changer. Ich mache sie seit ungefähr 1,5 Jahren und seitdem hat sich meine Linie und mein Lat komplett transformiert. Stell eine Schrägbank auf mittlere Einstellung vor einen Kabelturm und greif deinen D-Handle unbedingt mit Zughilfen, damit deine Griffkraft nicht zum limitierenden Faktor wird. Dann nimmst du deinen nicht arbeitenden Arm als Stütze und setzt dich zurück auf die Bank. Ich habe dir hier ein paar Linien eingezeichnet, um den Bewegungsradius optimal erklären zu können. Also am obersten Punkt der Bewegung ist dein Ellenbogen, wie diese Linie hier zeigt, in einer Linie mit dem oberen Ende deiner Schulter. Und von diesem Punkt aus stellst du dir dann vor, dass du deinen Ellenbogen in einer kreisbogenförmigen Bewegung nach unten zu deiner Hüfte und nach innen drückst. Ich habe gleich noch eine andere Ansicht, wo sich das nochmal verdeutlicht. So wirst du deinen Lat ganz anders spüren als vorher. Also stell dir wirklich vor,
Dein Unterarm existiert gar nicht, der ist nur wie eine Griffprothese und du drückst nun deinen Ellenbogen, wie dieser Pfeil auch nochmal signalisiert, nach unten und innen zur Basis deiner Wirbelsäule. Also du berührst natürlich nie deine Wirbelsäule, aber stellst dir einfach mental vor, dass du versuchst, deinen Ellenbogen zur Basis deiner Wirbelsäule nach unten zu drücken. So wirst du deinen Lat richtig, richtig gut spüren, das verspreche ich dir. Und geh oben einfach nicht zu weit nach oben. Wir arbeiten hier wirklich nur in dem optimalen Bewegungsradius, in dem der Lat am allerstärksten ist. Und die zweite Übung, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, ist der klassische Latzug, etwas breiter gegriffen. Diese Übung trainiert super die unteren Latfasern im unteren Bereich. Ja, der obere Rücken arbeitet vor allem hier oben im oberen Bereich der Bewegung auch mit, aber weniger als die meisten denken. Es ist eine super Übung für euren Lat. Gerade hier unten ist diese Adduktionsbewegung, also die Bewegung, bei der der Ellenbogen, wie du hier sehen kannst, an den Körper herangezogen wird, super stimulativ für die unteren Latfasern. Daher, wenn du richtig freaky bist, machst du nur den unteren Bewegungsablauf, aber ich mache hier die komplette normale Ausführung und die ist super für einen massiven Lat, vor allem auch für die unteren Latfasern. Ich hoffe, diese Tipps haben dir geholfen. Setz es beim nächsten Rückentraining unbedingt um und schreib mir einen Kommentar, ob du deinen Lat besser gespürt hast. Am Abend haben meine Freundin und ich dann noch einen Spaziergang gemacht, um Müll wegzubringen und haben dann am Wasser ein paar Schritte gesammelt und währenddessen haben wir schon richtig Hunger bekommen und dann gab es endlich eine geile Tiefkühlpizza und dazu Brokkolisuppe, um den Bauch voll zu machen und die Mikronährstoffe zu tanken und dazu Barbecue-Soße. So Sportfreunde, 10:30 haben wir es jetzt. Ihr habt gesehen, ich habe quasi den ganzen Tag nur an Videos gearbeitet, außer jetzt am Abend bin ich einmal mit meiner Freundin spazieren gegangen, um ein paar Schritte zu sammeln. Und dann haben wir uns schön Pizza gegönnt und jetzt gibt es vor dem Schlafen natürlich nochmal eine Proteinbombe und zwar hier 500 Gramm Skia, einfach mit Chunky Flavor Stracciatella. Oh. Geil. Des Bedarfs, Alter. So. Zwei Scoops davon, 5 Gramm, perfekt. Mit diesem Skier sind wir am Ende des Tages bei 2631 Kalorien und dabei haben wir 225 Gramm Eiweiß, 68 Gramm Fett und 265 Kohlenhydrate. Also ein super guter Tag in meiner Wettkampfdiät. Ich bin wieder sehr zufrieden. Ich bin satt, ich kann mich nicht beklagen. Ich kann jetzt noch hier diese Nüsse reinhauen. Und dann gehe ich gleich schlafen und morgen früh stehe ich sehr früh auf, um dieses Video für euch fertig zu schneiden. Aber ich habe es versprochen, jeden Tag ein Video diese Woche. Daran werde ich mich halten. Also jetzt abonnieren und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen.